war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur. Das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Bewegung! Aufhören! Er ist nur etwas überenthusiastisch. Audition, du bist für mich ein Freund, aber du musst verstehen, dass ich als Soldat meine Befehle befolgen und dich hierher bringen musste. Und jetzt stehst du unter Arrest. Aber vielleicht ist das für dich noch nicht die Endstation. Guten Tag. Guten Tag. Rühren! Sie machen das hier doch ordentlich, oder? Jawohl. Genosse Moskwin ist hier. Inspiziert die Truppe. Der Generalsekretär hier? Was ist mit Genosse Korbut? Jawohl. Der Genosse General ist auch hier. Das ist ja mein Glückstag. Dann geht alles viel schneller als erwartet. Bewegung! Sieh mal, Artyom. Du bist ein schlauer Typ. Daher solltest du wissen, dass es so etwas wie Zufälle nicht gibt. Du bist hier, weil wir dich brauchen und nur Informationen hast. Daher rate ich dir, zu kooperieren. Aber keine Sorge, ich gebe dir Rückendeckung. Weil wir was sind? Musketiere! Alle für einen! Aber das Motto deiner Kameraden vom Orden lautet, alles für uns. Der Krieg steht bevor und dieser Bunker, den ihr gefunden habt, wird kontrolliert, der wird überleben. Alle anderen gehen vor die Hunde. Doch wir haben uns darauf vorbereitet. Daher möchte ich, dass du dich uns anschließt, Artyom. Genosse General. Genosse Morozov, ich fing schon an zu glauben, Sie hätten Ihren Einsatz nicht überlebt. Ich wurde gefangen genommen, Genosse Korbut. Dieser Ranger hier hat mich gerettet. Was für ein Zufall. Lesnitsky, Sie sind einer der Spartaner-Ranger. Kennen Sie diesen Mann? Jawohl. Sein Name ist Artyom. Miller Vertraut. Zusammen haben Sie D6 gefunden. Außerdem hat er sich mehrere Empfehlungen verdient, seit er offiziell beim Orden gelistet ist. Nun, ich bin hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Genosse Artyom. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig etwas zu bieten. Bringen Sie den Genossen in den Verhandlungsraum. Junger Mann. Sparen wir uns das anfängliche Abtasten einfach und kommen wir zur Sache. Dieser telepathische Mutant, dieser sogenannte Schwarze, ist von extremer wissenschaftlicher Bedeutung. Sagen Sie mir alles, was Sie über ihn wissen, dann erlaube ich Ihnen Ihr Leben und Ihren Job als Ranger zu behalten. Jedoch als mein Spion und Geheimagent. Genau wie diese Musketiere. Einer für alle und alle für... Generalsekretär, Genosse Moskwin. Korbut, ich brauche noch einen Moment. Und was haben wir hier? Noch einen Feind der Revolution? Ha, perfekt. Wie Sie schon immer anmerkten, muss Lenya anfangen, seine Fähigkeiten im Umgang mit Leuten zu verbessern. Also, eigentlich wollten wir... Ach, stecken Sie das Wahrheitsserum weg. Ich zeige Ihnen eine traditionellere Methode der Roten Armee. Schneller und wirkungsvoller. Du Stück Scheiße! Spuck's jetzt aus! Sag alles, was du über D6 weißt! Da! Immer noch nichts! Nimm das, Mission! Sprich, oder du wirst es bitter bereuen! Passwörter! Codenamen, geheime Protokolle! Was machst du denn da, Papa? Das nennt man Verhör, Lenya! Verhör! Das Übliche! Was denn? Hast du das mit deinen Puppen nie gespielt? Nein! Du kleines Stück Scheiße! Ohne Blut gibt es keine Macht! Doch, gibt es! Dein Bruder hat friedvoll geherrscht und... Komm hierher zurück! Gott verdammt! Du bist ein In Ordnung!
Benutzen Sie Ihre Drogen. Benutzen Sie glühende Spieße. Holen Sie einfach alles aus ihm raus und erschießen Sie den Bastard. Kommen Sie danach zu mir ins Büro. Wir müssen reden. Komm hierher zurück. Ich muss Leonid zustimmen. Gewalt ist der falsche Weg zu Informationen. Ich glaube an die Wissenschaft. Eine Injektion und du sagst uns alles. Serum braucht einen Moment. Wir haben ein Paket nach D6 geschickt. Kampferprobung sozusagen. Ich möchte, dass Sie nach Venedig gehen und sich um die Leute dort kümmern, die die Lieferung gemacht haben. Und diese Bezahlung wird nicht mit Geld vorgenommen, verstanden? Absolut. Und was ist mit dem Schwarzen? Die Kreatur wurde gesichtet. Die Details stehen in diesem Umschlag. Sie sammeln das Tier ein, sobald Sie in Venedig fertig sind. Enttäuschen Sie mich dieses Mal nicht. Das werde ich nicht, Genosse General. Das werde ich nicht. Fick dich, Korbut! Fick meinen Vater und Morozov! Und die Revolution und meine eigene Zukunft! Lieber lasse ich mich erschießen, als wie mein Vater zu enden und den eigenen Bruder zu töten! Hör zu, wenn du hier rauskommst, dann... Ja, dann lebe einfach! Hier, rein da! Das ist der Weg in die Freiheit. Bleib bei mir, ich weiß es. Nun, ich wünsche dir viel Glück! Setzen Sie sich, Korbut. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Ah, Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert. Und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin, als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Thank you.
Arschloch. Eines Tages. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Im Handbuch steht, es ist der rote Draht. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du! Ich geh um die Ecke! Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einen echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeuten einen Scheißdreck. Das Wichtige ist, dass sonst nichts zittert. Okay, ruhig. Ruhig.
Teufel machen wir, ja? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit! Ihr alle! Jawohl! Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten! Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen! Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Was war? Seltsam. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Nein, Genosse Kommandant. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Zur Hölle mit den Papieren! Sag ihm, wenn er nicht heute... Ich würde mich jetzt gerne aufs Ohr hauen. Mit einem dieser Mädchen von der Bar, die ich... Da denke ich jetzt besser nicht drüber nach. In Ordnung. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar Aufgaben zuzuteilen. Achtung! An das gesamte Personal! Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir. Ja, aber was bringt das denn schon? Irgendein Arschloch ist letzte Woche von einem Kran überrollt worden. Nein, er hat ein Auge verloren, als ein Gabelgriss ließ. Das war im letzten Monat. Ich rede von letzter Woche. Ja, jetzt verstehe ich, warum die so auf den Sicherheitsvorkehrungen rumreiten. Ganz meine Meinung. Wer arbeitet denn noch, wenn alle außer Betrieb sind? Nun, ja. Ich wünschte, die würden das verdammte Funkgerät reparieren oder so. Gibt es ein ungutes Gefühl, weißt du? Ich hab sie ins Krankenhaus gebracht. Merkt ihr das? Und das war das Einzige, was mir das Leben verdammt in Zukunft. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Was? Es war einmal auf unserer Seite der Brücke gefahren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Schiffe waren blutrot, als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewartet wäre. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht menschlich. Vielleicht diese Kreatur, wie manche dunkle Schienenleute nennen. Die Wunde macht sich wieder bemerkbar. Ich frage besser den Arzt, hat er irgendwelche Tabletten oder so sicher. Wenn es nicht der Schienenleute war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Poli. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt da hinkommen sollen? Das ständig mit also, dieser ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Die Mutter war in einem Innenfall. Alarm! Waffen bereithalten! Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letzte... Was? Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Und sagte, das wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot, Benja.
als wenn sie durch einen Fluss gebracht wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war, es war nicht Menschen. Vielleicht eine Kreatur, die manche dunkel erschienen Leute. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenläufer war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Was? Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Ist ja so langweilig. Na, wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Was? Zum Teufel hat bloß den Wachdienst erfunden. Meine Kerle fühlt sich...